Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit Davin. Geil. Okay. So, ich mache gerade nochmal die Stadtmauer ein bisschen anders. Dann möchte ich hier, so. Hier unten dieses Pennerviertel will ich ein bisschen besser anbinden. Was für Pennerviertel? Hey, das unten ist doch ein Pennerviertel, oder nicht? Meinst du das mit dem, wo ich gesagt habe, also was unter der Mauer ist? Ja, genau. Das ist nicht das Pennerviertel, das ist das Leprakrankenviertel. Ah, okay. Ah! Wie was? Hä? Ja. Wolltest du jetzt noch irgendwas sagen? Was? Wolltest du jetzt noch irgendwas sagen? Du hast einfach nur gemacht. Ja, weil du das. Ich hab dich nur nachgemacht. Achso. Wow! Alter! Jumpscare des Todes! Ohne Mist, Mann! Warum? Ich schau mir die Mauer an und plötzlich krieg ich so... Du schaust dir die Mauer an! Nein, ich schau mir die Mauer an und plötzlich krieg ich so einen krassen Gifttrank in die Fresse, Alter! Du doch eingeatmet! Ohne Spaß, Mann, ich hab grad so erschrocken. Ich schau mir einfach nur die Mauer an und plötzlich krieg ich so einen richtig krassen Gifttrank in die Fresse, Mann! Da steht so eine Hexe neben mir, war so... Boah, Alter! Alter, das ist das erste Mal gesagt, das ist so dumm einfach, weil du gesagt hast... ich schau mir die Stadtmauer an. Ich hab mir auch so gedacht, wieso erschreckt er sich, wenn er die Stadtmauer anguckt? Ich war ja nicht fertig. Ist mir klar, aber ja, trotzdem habe ich mich gefragt. Du erschreckt er sich? Ich überlege gerade, ob der Freizeitpark. Nee, der Freizeitpark ist außerhalb der Mauer. Also, wollten die doch eh noch erweitern. Ja. Ich habe übrigens voll den Plan, das stimmt, das wollte ich auch noch machen. Und zwar, ich will meine Achterbahn, ne? Die nicht fertig ist. Das ist richtig. Hier unten ist ja ein Fluss. klar ist die auch fertig, aber... Der Kacke. Die wollte ich halt erweitern. Genau, hier unten ist ja ein Fluss. Und ich hatte vor, dass ich den Fluss in so eine unterirdische Höhle quasi einbinde. Also ich baue halt mit Stein eine unterirdische Höhle, wo der Fluss durchfließt. Und dass man dann da durchfährt. Ja, okay, ich glaube, ich schreibe auf Stratos Phantasia Park. Das wäre doch eigentlich ganz nice. Hinten ist Fluss so lang. Auf jeden Fall baue ich meine Universität ultra geil. Hier hinten ist der. Okay. Huck! Einfach da so lang. Achso, ich habe mich gerade schon wieder gefragt, was los ist. Ich jetzt. Naja. Ja, warum wohl? Ja, ich weiß. Okay, das heißt, da kommt man runter. Achso, was? Ah, das mach ich später. Stadtmauer ist gerade wichtiger. Oder soll ich schon mal abflachen? Also vom Freizeitpark so runter. Ja, machen. Also Terraform. So. Ja, klar. Wobei ich mach, glaube ich, erstmal noch ein bisschen die Stadtmauer und dann. Auch mache. Also der Teil der Stadtmauer ist jetzt vorerst erstmal fertig, bis ich Terraforme und den Freizeitpark einbaue. So. Alter, wie die Stadtmauer von hier hinten aussieht, Mann. Ich habe hier überall Orte, wo ich Kisten verstecken könnte, fällt mir gerade auf. Nice. Wofür? Ja, ne? Vor Lennart. Das stimmt. Okay, das macht mehr Sinn, als ich dachte. Vor allem Lennart wird da niemals auf die Idee kommen, da dran zu gehen. Also an diesen Ort zu gehen. Das ist richtig. Weil hier auf dem Dach ist es Zwischenräume, wo man super Kisten verstecken könnte. Ich werde mir jetzt... Moment, ich hole noch jetzt, weil ich brauche richtig viel Zaun. Und Schwarz. Nein, ist das Schwarzeiche? Ja, ne? Ja, müsste. Sound, Schwarzeiche, Cobblestone. Ja. Und natürlich auch Bricks, aber die brauche ich immer später. Ist aber so übertrieben, wie ich einfach schon das Dach baue. Moment, du hast. Julian hat Dings normales Oak-Wood für dich gefarmt, ne? Ja, das ist auch schon alles weg. Tut mir leid, das Gerüst braucht ein bisschen. Ja, das habe ich. Das wusste ich. Also, beziehungsweise ist es nicht ganz weg, aber ich brauche einen kleinen Vorrat für die Anbau. Also ja, weil ich brauche halt normalen Holzzaun für die Mauer. Normal, du weißt schon, dass sie wieder noch ganz viele haben. Wo? Also, wir haben noch ganz viele Bretter in der Kiste, weil wir das Rathaus, alte Rathaus abgebaut haben. Achso, in eurer Kiste da? Ja, klar. Ah, okay. In der Abrisskiste. Dankeschön. Moment, da hole ich jetzt mal Sticks. Macht mehr Sinn. Ja, es macht mehr Sinn, erst Sticks zu holen und dann das Holz umfassen. Kannst ja auch aus dem ganzen Holz Sticks machen. Ja, auf jeden Fall. Das macht Sinn. Hey, ich rauskomme. Schwein.
Und wenn das fertig ist, ne, das sieht dann so krass aus. Was? Das Rathaus. Ja, aber ich wünsche dir mal die Karte, wünsche dir mal viel Spaß, die Karte zu füllen. Wir werden irgendwann Survival Games hier, ne? Wichtig. Dann verstecke ich Kisten, an die ich drankomme. Also Tims Haus muss wahrscheinlich ein bisschen eingerückt werden, ne? Weil sonst sieht das einfach nicht so geil aus. Ja, Tims Haus muss abgerissen werden, glaube ich sogar. Ja, wenn Tim das nicht mehr dabei ist, frage ich ihn, ob ich das machen darf. Und wenn ja, dann mache ich das. Kann da ein neues Haus hin. Kann Tim da ein neues Haus hinbauen? Das stimmt, solange es kleiner ist halt. Ja, oder halt weiter nach links gerutscht ist. Oder nicht mehr vorhanden. Oder das. Back. Back. Och nö, Minecraft neu starten. Lol, warum? Ja, weil ich schon wieder. Ich habe immer zweimal in dieser Aufnahme. In jeder Aufnahme ich jetzt gefühlt in Zukunft. Lol. Ich habe voll die krassen Bücher gerade dabei. Das merke ich jetzt erst. Und ich habe Heilungszeuge dabei. Ich werde mal ganz kurz die Bücher wegbringen und dann werde ich, glaube ich, ganz kurz tatsächlich mal Drachenatemtränke brauen. Braun? Drachenatem? Ja, damit braucht man ja. Was braucht man denn damit? Tränke. Ach, du kannst nur noch mit Drachenatem, hä? Nein. Ja, ey, weißt du, kennst du den Drachenatem nicht? Ja klar, aber was braucht man denn damit? Damit macht man ja diese anderen Tränke, die neuen. Ja, was denn für welche? Ich mache jetzt zum Beispiel Trank der Heilung. Ach so, ich bin gerade weg gewesen, ja, sorry. Ich war gerade voll verwirrt, hä? War doch jetzt irgendwie... Ich weiß, welche du meinst. Ich war gerade irgendwie weg. Ja. Sag, was will der von mir? Ich brauche einfach Drachenatemtränke, was will der? Lass mich. Ist ja okay. Ich konzentriere mich gerade voll auf das Dach. Ist auch gut, das sieht auch gut aus hinterher dann. So, ich habe immerhin schon mal einen Reparatur-Dings. Ja, ein Item mit Reparatur habe ich immerhin schon mal. Alter, du hast schon ein Reparatur-Item? Ja. Was? Welches? Eine Eisenhose. Wow. Mit Haltbarkeit und Feuerschutz. Die habe ich halt im End gefunden. Ja, kannst du nicht die Verzauberung von den Sachen abnehmen? Nein. Runternehmen? Geht. Schade. Leider. Okay, leider. Ich weiß. Problem ist halt, dass man die Mending-Verzauberung nur finden kann und nicht bekommen kann mit Verzaubern. Das ist kacke. Das ist total scheiße. So, dann nehme ich jetzt gleich bei den Drachenatem mit runter und brauche mir mal Heilungstränke, Feld-Dingsbumse. Ja, nimm mal. Oh, jetzt können wir auch die krassen Pfeile herstellen. Voll nice. Oh, vor allem diesen einen Pfeil, der so alles durchsichtig macht. Den konnten wir vorher schon herstellen, das mit Glowstone. Egal. Egal. Mich haben diese Pfeile nicht interessiert, deshalb. Naja. Nee, ist ja nicht schlimm. Aber. Boah, Alter, ich hätte so gern Mending. Ich hab noch eine Sache mit Mending. Kann man Mending auf eine Lydra? Das ist eine richtig gute Frage. Das wäre ja extrem, extrem krass. Weil das wird's ja ultra bringen, ne? Das wird's mega bringen. Also, tatsächlich, wenn das gehen würde, wäre es das erste Item, was ich mit Mending verzaubern würde. Und natürlich trotzdem mit Haltbarkeit. Ja, klar. Aber trotzdem. Wenn das geht, Alter. Das wäre richtig nice. Wo ist der Drachenatem? Dann wenn du so, dann machen wir eine neue Reisemethode, so ganz eben alle paar tausend Blöcke so eine Mob-Farm. Ohne Spaß, wo ist der Drachenatem? Also ich habe 19 bei mir in der Ender-Chest. Ja, wo ist der Stack? Ich habe den Stack in die Dingstruhe getan. Ich hätte länger drin. Ach, da, natürlich in die Brautruhe, ich voll Idiot. Hä? Ich dachte, es wäre in der Ich habe den Stack in die Brautruhe getan, hä, wo ist der? Nein, ich dachte, ich hätte den in der, Mob-Drop-Chest gehabt. Da hatte ich ihn auch zwischendurch. So, Dach fertig. Also, Dach fertig. Jetzt kommt das Schlimmste von allem, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das hier baue. In soll. Ja, stimmt, wir brauchen aber jetzt auch einen Lohnstaub zum Brauen. Okay, heißt direkt halt um 2. Jetzt wird erstmal ein Dirt-Gerüst errichtet. Alles gut. Und zwar kommt da jetzt erstmal Gunpowder rein. Ja, das ist gut. So, wenn die fertig sind, kommt da jetzt ein Drachenatem rein. Dirt! I need dirt!
merken, Drachenatem ist unten in der Braufarbe. Aha. Stimmt, wir müssen halt echt umbauen, weil jetzt müssen wir. Hab erst, ich doch gesagt, wir müssen klar, noch eine Zufuhr, wir müssen noch eine Zufuhr machen für. Lohnrouten, einen für Drachenatem. Ich weiß, ja. Lohnrouten müssen wir halt anders reinfüllen. Okay. Aber vor allem Drachenatem wird scheiße, weil wir dann halt, weil wir dann halt eine neue Reihe eigentlich brauchen, eine Reihe mehr Platz. Und das ist kacke. Wir können auch damit rechnen, dass sowas Neues dazukommt. In der Art. Jeder? Der Spaß. Also das neue Tränke allgemein. Wir bauen die einfach nochmal ganz komplett neu. Ja, keine Ahnung mehr, wie die geht. Ich bin froh, dass ich die fertig gebaut hatte. Fertig. Ja, aber komplett neu müssen wir ja nicht bauen. Wir müssen ja nur ein, zwei Sachen. Ich glaube, ich bin froh, wenn ich jetzt das hier fertig habe, das Rathaus. Alter, die Tränke heißen im Deutschen Verweiltrank. Was? Verweiltrank. Oh ja, Verweiltrank. Oh ja, geil. Ja. Ich frage mich, ob man sich mit so einem Heilungsverweiltrank. Geht zum Beispiel gegen Lava voll heilen kann. Ich weiß ja nicht, wie schnell es heilt. Hallo Julian. Hallo. Eigentlich noch. Ah, hier ist noch Holz, okay. Ah, ich baue ein Haus ohne Wände. Mit Dach. Nice. Wir können das Rathaus ja so stehen lassen. Hallo Creeper. Warum sind die Creeper dümmer geworden? Weil ich denke, das Gefühl, jeder Mob ist klüger geworden, nur die Creeper nicht. Das kann gut sein. Die sind dümmer geworden. Das wäre auch scheiße, wenn die immer klüger werden, ganz im Ernst. Bei Creepern ist das schon. Aber die Mobs sind ja alle schon leider, also alle Mobs außer Creeper sind klüger geworden. Das ist richtig. Das finde ich auch besser, weil bei Creeper halt wäre, das wäre. Guck mal, wo ich hier mich hingebaut habe. Warte, ich komm hier hoch. Scheiße. Ich muss jetzt. Okay, ich bin jetzt auf der Mauer. Fuck, auf der fuck, Mauer, fuck, auf der Lauer fuck. Sitzt der kleine Wanze. Julian, hui, kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Mal bitte auf dieses Erdgerüst. Wo denn hin? Ich bin direkt neben dir. Mich? Ich bin neben dir. Was? Ah, hi. Jetzt komm, bin ich hier leider auf dem. Scheiße. Das geht nicht. Ich gehe noch jetzt auf die Mauer drauf. Moment. Ich hab keine Lust, einen Block abzubauen. Geh am besten oben auf die Mauer. Ja, war ich ja gerade. Ich war oben auf der Mauer und bin aus Versehen auf den Balkon gesprungen. Moment. Ah, falscher Gang. Links rum. Und dann hier oben drauf. Oh, da hinten ist sogar noch die Screenshot-Platte. Und wo? Die Ecke, die Screenshot-Ecke. Ja, aber da kann man ja gar nicht hoch. Also war da nicht mal. Da sind ganz viele Dirtblöcke drin. Achso, wow. Krass, eine Kiste mit Dirtblöcken. Nice. Nee, und jetzt kannst du bitte bis hier in die Mauer nochmal abbauen. Klar. Weil du siehst ja hier, da ist die Anbindung. Naja, klar. Also ab hier so, weg. Ja, genau. Oh shit, hier ist Redstone-Zeug. Was wahrscheinlich eigentlich alles explodieren wird, wenn die Kübel hier hochgeht. Nice. Ist mir doch egal. Weil du siehst ja, dass ich hier die Kurve baue, diese Kurve, um das anzupassen. Dazu muss erstmal die Mauer weg, um da wieder eine neue Mauer hinzubauen. Ich hätte nicht erwartet, dass die Mauer nicht abgerissen wird. Also, bin mir schon recht sicher, dass er was wegkommt. Da ist auf der anderen Seite schon sehr, sehr viel weggekommen und auch hier ist auch schon relativ viel weggekommen eigentlich. Weißt du, wie das könnte auch so ein Bahnhof, so ein U-Bahnhof sein, ne? Weil in der Mitte könntest du perfekte Treppe machen, die runtergeht. Lass das Gebäude einfach 8-mal bauen, es sieht immer gleich aus, es ist aber immer was anderes. Aber immer mit anderen Blöcken. Jetzt einfach. Ja, dann macht das Sinn, aber dann sieht es auch nicht so geil aus. U-Bahnhof machen wir aus Diablöcken. Wir brauchen immer noch den Tempel 50x50 hier aus Diamantblöcken. Da ist es jetzt vorbei. Für das hier brauchen wir mehr. Auf jeden Fall. Achso, ja, okay. Wenn wir jetzt aus dem Mantel bauen wollen, dann ja. Ach, fuck you. Och nee. Scheiße, ich hab voll vergessen, dass ich auch Stone-Steps brauche. Stone-Ziegel. Stone-Ziegel. Julian ist stoned. Sorry. So, hier ist einfach ein Zombie in der Redstone-Schaltung drinne. Was brauche ich da eigentlich gerade ab? Ich baue gerade die ganze Mauer ab, die ich abbauen soll. Eins. Scheiße. Scheiße. Ich habe einfach die halbe Mauer abgebaut, die ich hätte abbauen soll.
1, 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 1